Sabrina. Also, ich habe mir ja eine Mammutaufgabe gestellt, aber ich glaube, das macht wirklich Sinn. Und vielen lieben Dank an eine ganz liebe Freundin, die mich da drauf gebracht hat, die nämlich gesagt hat, naja, also wenn jetzt irgendwas dazwischen kommt in deinen Vorsortierordner für die Reststeinchen und auch für die Stickgarn, will ich das ja auch gleichzeitig nutzen, dann musst du ja ständig alles umsortieren, dann mach dir doch gleich Ordner, wo alle Nummern drin sind und dann kommt gleich alles an den richtigen Platz. Ich habe mir dann dementsprechend so Klebeetiketten geholt. Das sind so rechteckig, also das ist eigentlich jeweils die Originallänge. Und habe mir aber das jeweils in vier Spalten geteilt. Jetzt mache ich das folgendermaßen. Ihr seht ja, hier ist noch ein Abstand von den Klebestreifen, den nutze ich tatsächlich auch. Und zwar, wenn ich jetzt schneide, schneide ich direkt an dem Rand, also das will ich mir ausschneiden und schneide aber direkt an dem Rand von dem nächsten Pack, damit ich mir diese leere Fläche zunutze machen kann. Dann tue ich mich wesentlich einfacher mit dem Abknibbeln der Klebeflächen. So, und dann mache ich das auch so, dass ich dann hier mit der Schere so schneide, dass ich dann direkt nach der Klebefläche aufhöre. So, und dann kann ich das nämlich wunderbar hier festhalten und kann hier weiterkleben. Und ich bin jetzt bei der Nummer 791. Das heißt, ich habe jetzt in etwa die Hälfte geschafft. Dafür habe ich mir noch mal einen großen, dicken Sammelkartenordner bestellt, wo tatsächlich die doppelte Menge reinpasst. Der passt aber trotzdem nicht aus und deswegen werde ich da, wo ja jetzt momentan meine Reststeine drin sind in dem Ordner, den werde ich noch mitnutzen und habe dann immer noch, glaube ich, das muss ich mal ausrechnen, glaube ich, noch ungefähr 40 Fächer dann frei. Und ich glaube, das ist wirklich eine super Alternative, denn ich möchte ja die Reststeine behalten, um, wie gesagt, damit mir selber auszuhelfen, eventuell euch auszuhelfen oder eigene Sachen zu basteln. Vielleicht schicke ich dann auch einfach alles zu Svenny für seine Reststeine, wenn ich meine überhaupt nicht mehr nutzen möchte. Das kann auch passieren. Aber dann habe ich auf jeden Fall noch einen Ordner, den ich jetzt momentan gleichzeitig nutzen möchte fürs Stickern, weil das ja das gleiche DMC ist. Und ja, man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Und deswegen wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das mache. Und werde euch da auch gleich noch ein anderes Video dranhängen. Also wahrscheinlich gibt es jetzt einen kleinen Cut. Und dann hänge ich nämlich ein Video dran, wie ich dann meine Reststeine in diesen Ordner einsortiere. So, ihr Gell? Lieben, der Also bis erste Ordner gleich. ist beschriftet. Es fängt ja an bei 150 und hört auf bei 973. Und da wird auf jeden Fall auch dann der nächste Ordner beschriftet. So, jetzt machen wir erstmal rein, ne? So, ich habe jetzt hier die 152. Die darf hier rein.
So. Und dann habe ich von der 152 auch gleich noch Hundesteinchen. Das kommt dann hinten dran. So, nicht schön, aber selten. Nee, das muss ich anders machen. Das gefällt mir so nicht. So, nochmal. So, Friemel, Friemel. So, genau. Dann habe ich die 154. Da habe ich auch eckig und rund. Da muss man den ja dann so rumdrehen. Und dann ist das ja im Prinzip, geht ja immer nur die oberste Reihe von rechts. Alles andere muss man dann von hinten dann einsortieren. So. Dann habe ich die Nummer 166. Das heißt, ich kann jetzt hier ein paar Seiten überspringen. Such mir die 166. Da ist sie. Da ist sie. Absolut. So. So, ein bisschen schöner machen, ne? So, jetzt. Dann haben wir die 169. So, 211. Die 221. Also, was soll ich sagen? Das macht wirklich Spaß. Jetzt werde ich erstmal meine gebrauchten Tüten soweit einsortieren. Und ich habe ja auch noch ein paar andere Steinchen, die ja da auch mit rein dürfen. 223. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Steinchen mit euch einsortieren. So, jetzt habe ich die auf jeden Fall mal hier drin, wo sie hingehören an ihrem Platz. Und das sieht doch schon mal gut aus. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich nehme euch jetzt mal so mit, damit ihr das mal sehen könnt. So. Also, so sieht das dann erstmal so aus. Und ich habe dann tatsächlich auch vor, von Stickwolle mir auch die gleiche DMC mit dazu zu machen. Also momentan ist das jetzt noch mein Plan. Gell? Vielleicht konnte ich euch damit eine kleine Anregung geben, wie ihr vielleicht auch eure Reststeinchen, wenn ihr sie sammelt, natürlich dann auch verwahren könnt. Und es wird dann auf jeden Fall noch ein kleines Video geben die nächsten Tage, wie ich dann auch auf meiner Color. Oh, die Heidi hat es mir gesagt, wie es heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf meiner Farb Karte, die, wo ich ja die Reststeinchen draufklebe, habe ich ja jetzt von dem Kind am Piano noch Reststeine und dann nehme ich euch dann mit, wenn ich mir die auf diese Farbskala klebe und auch hier einsortiere. Gell? Ich hoffe, das Filmchen hat euch gefallen. Wie gesagt, vielleicht auch für euch eine kleine Inspiration, wie man das machen könnte. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, bleibt gesund und weiterhin viel Spaß mit euren Projekten. Tschüss, eure Sabrina.